Wir sind durch mit dem Bundeshaushalt 2019. Und die Haushaltspolitik bleibt so solide, wie man das von der Union erwarten darf. Wir machen weiterhin keine neuen Schulden und das bereits zum fünften Mal in Folge. Und wir werden endlich wieder die 60% Gesamtverschuldung einhalten, gemessen an unserer volkswirtschaftlichen Leistung, so wie es der Stabilitäts- und Wachstumspakt vorschreibt. Der größte Einzeletat bleibt der des Verteidigungsministeriums. Wir wachsen auf 43,2 Milliarden Euro. Das ist ein Zuwachs um 12%, der der Bundeswehr gut tut, der aber auch dringend notwendig ist. Die Aufgaben haben sich verändert, zum Beispiel in der Cyberabwehr. Wir zählen täglich etwa 4.500 Angriffe allein auf die Netzwerke der Bundeswehr. Und wir stellen fest, dass zum Beispiel über soziale Medien versucht wird, nicht nur das Meinungsklima zu beeinflussen, sondern auch auf demokratische Abstimmungen und Wahlen Einfluss zu nehmen. Das müssen wir ernst nehmen. Deswegen investieren wir in die Digitalisierung, auch für unsere Sicherheit. Die CSU bleibt die Partei der Bundeswehr. Musik.